Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier beim Getreidebaron Bufo. Er hat beim letzten Mal eine ganze Menge Geld in Getreide gemacht, deswegen nennen wir ihn jetzt so. Und ich bin gerade immer überlegen, ob ich noch irgendwo etwas gut verkaufen kann. Ich war schon eine Weile nicht mehr in Sargot. Ich war auch schon eine ganze Weile nicht mehr in Pravent, muss ich dazu sagen. Ich weiß gerade eben gar nicht so recht, was ich jetzt hier gerade eben kaufen soll. Angeblich sind die Preise hier relativ gut. Vor allem der Butterpreis scheint hier relativ gut zu sein. Jetzt gucke ich mal, ob das wirklich stimmt. Ne? Also ich kaufe jetzt mal hier für diesen unglaublich günstigen Preis eine Menge Butter auf. Entschuldigung, Käse. Butter scheint hier auch relativ günstig zu sein. Fisch ist auch relativ günstig. Wir kaufen nochmal ein bisschen Fisch. So, der wird bloß garantiert nicht für die geilen Preise weggehen, wie manch andere Dinge. Aber wir haben jetzt hier immerhin schon mal eine ganze Ladung an Nahrungsmitteln da. Bier können wir nicht machen. Wolle könnte in Jakulan ganz gut ankommen. Wir machen auf jeden Fall auch noch einen Abstecher nach Jakulan, das ist keine Frage. Fell, angeblich ein Oxhaul, aber das ist kein guter Ratio. Angeblich Werkzeuge in Gale, in Jakulan. Okay, wir sind auf dem Weg und keine Sorge, diese Folge werden wir auch auf die Jagd nach irgendwelchen Räubern gehen. Ich habe vor, nicht nur permanent jetzt hier durch die Gegend zu laufen und zu handeln. Aber im letzten Mal ließ sich das Geld technisch einfach kaum verhindern. Es lief einfach zu gut. Und wenn man einen Lauf hat, dann sollte man ihn auch nutzen. Ja, Fisch haben wir für 10 gekauft. Käse würde vielleicht woanders noch geiler weggehen. Also ich werde das jetzt einfach mit Sargot jetzt probieren, Leute. Ne? Also ich baue jetzt darauf, dass Sargot wirklich so geil hier ausgestattet sein möchte, wie das Spiel das jetzt hier gerade eben darstellt. Samt. Nee, Samt, machen wir nicht. Es gibt einfach zu wenig Samt, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Aber das sind halt auch wieder solche Items, die braucht man wahrscheinlich nur dann, wenn man halt craftet, ne? Und das machen wir halt einfach nicht. Weil Bufo einfach keinen Finger krumm machen wird. Oh ja, das Öl geht hier ganz gut. Fisch geht hier auch ein bisschen besser. Bekomme ich sogar einen 11er dafür, nicht nur einen 10er. Dann haben wir hier Oliven. Ja, ich weiß, ich glaube, ich habe die für 13 gekauft oder so. Die Butter. Okay, die Butter läuft nicht so gut wie gedacht. Ich werde es ein bisschen davon selber behalten für meine Männer. Genauso wie mit dem Fisch und Getreide. Es haben die halt eine gute Nahrungsausgangslage. Und wir haben wieder gut Geld. Also, ja, wir haben nur ein 500 plus gemacht. Diesen Deal gerade eben. Das ist natürlich nicht so geil. Also gut, wir haben jetzt hier gerade eben genug gemacht. Wie viele Männer können wir jetzt schon haben? Wir können noch 2 mehr Männer haben. Das heißt, ich kann jetzt hier ohne Probleme nochmal 2 von diesen hier rekrutieren. Und wir gucken mal, was diese Dörfer jetzt hier für Aufgaben für uns parat haben. Dann bekommen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Geld und können demnächst eine Karawane in den Start bringen. Was hat denn der hier für eine Aufgabe? Bilde Truppen für ihn aus. Nee, das können wir nicht machen. Großartig. Kommt doch gleich mit Aufgaben, die ich nicht machen kann oder will. Talivel. Dann gehen wir mal nach Talivel. Die haben anscheinend auch... Oh, 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 da sind Plünderer. We've got no quarrel with you. Ja, aber ich habe Ärger mit euch, meine lieben Freunde. Ihr seid Schurken. Und so werdet ihr auch behandelt werden. Ich sehe gar nichts. Okay. Dann... Was ist denn das für ein interessanter Wald hier? Ich stelle mal meine Männer jetzt hier mal so breit auf. Die Nummer 1 machen wir mal in einer Doppellinie. Und das bin, glaube ich, ich selber. Also gut, Männer. An den Feind, an den Feind. Seht zu, dass ihr etwas Sinnvolles tut mit eurer Zeit hier auf dem Schlachtfeld. Nicht so wie er hier. Bleibt er da einfach am Baum hängen.
Der hat wahrscheinlich gedacht, der kann doch diese Astgabel springen, ne? Männer? Ach, die bleiben jetzt absichtlich auf Distanz, okay. So, da haben wir ein Schildwall hier gemacht. Na toll, wir verlieren hier mehrere flandische Rekruten und Feldwebel. Wow. Wir haben mehr Männer verloren als erwartet. Wie kann es sein, dass ich euch Verlierer bezahle? Warum jubelt ihr so sehr? Oh Gott, das waren alles Tote. Ei. Ich werde beim nächsten Mal versuchen, die Truppen mehr Dingens kämpfen zu lassen. Okay, also ich brauche ja bessere Kämpfer. Ganz offensichtlich. Batanischer Clankrieger für mehr Nahkampf. Nein, ich möchte es nicht verwerfen. Die Plünderer werde ich gar nicht mitnehmen, weil die Plünderer sind einfach kein Geld wert. Die sind weder das Geld noch die Diskussion wert, Freunde. So, dann rekrutieren wir. Oh, hier gibt's Kavallerie. Aber wir holen uns noch keine Kavallerie. Wir bleiben noch bei Infanterie, weil die wären sonst zu teuer. Die haben ja auch Geld. Das ziehe ich ihnen jetzt hier gerade eben mal aus der Tasche durch diese entsprechenden Handelsmoves, die ich jetzt hier mache. Haben die noch Butter? Ja, aber die Butter ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Okay, was habt ihr hier für ein Problem? Er braucht Hilfe beim Kampf gegen Räuber. Da sind wir genau der richtige Mann. Stenalf aus Taviel. Mein Name ist Bufo. Und wer seid ihr? Ja, er ist Stenalf aus Taviel. Das wissen wir schon. Und ihm gehören diese Ländereien hier. Ich habe gehört, dass ihr Probleme habt. Ja, wir hatten schon immer Schwierigkeiten mit Banditen. Doch in letzter Zeit nimmt es überhand. In den Hügeln in der Stadt wimmelt es von ihnen. Viele von uns haben Angst, ihre Waren auf den Markt zu bringen. Einige wurden bereits ermordet. Was? Das gibt es ja wohl nicht. Ja, der Handel muss florieren, mein Freund. Ich soll sie also zur Strecke bringen. Nun, werter Herr, werden niemals alle Gesetzlosen erwischen können. Doch wenn es sich herumspricht, dass ihr einige der Schlimmsten zur Strecke gebracht habt, sagen wir zwei Räuberbanden, dann erscheint es plötzlich nicht mehr so lohnend, uns auszurauben. Ich verstehe, was ihr meint. Gut, wie viele Männer werden wohl nötig? 10? Ach, das habe ich, ohne Probleme. Ich jage diese Räuberbanden für euch für läppische 581. Aber auch dieses Kleinvieh macht Mist, Freunde. So, oh, da sind schon mal ein paar Plünderer. Das sind nur 4. Egal. Das ist mir egal. Nein, die Gerechtigkeit verlangt, dass ich euch gefangen nehme. Das war zu einfach. Okay. Galt das schon? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nochmal einen Speerpunkt jetzt hier gerade eben mir verdient. Ne, Bewegungsgeschwindigkeit am Tag oder mehr in der Nacht? Ich nehme mehr in der Nacht, ganz im Ernst. Das finde ich fast besser. Ich verbessere noch mal meinen Vogt hier. Ich verbessere meine Medizin schon mal. Und ich verbessere... Ja, so machen wir das. Also einen haben wir ja schon mal. Also das war aber überhaupt nicht im Sinne des Trainings, Leute. Wo ist denn jetzt eine andere Bande? Da hat es nochmal 11. Wenn ich sie erwische. Jawohl, netter Versuch, ihr Schurken. Stellt euch mutig zum Kampfe. Die Archers, die Armbrustschützen stelle ich dahin. Euch stelle ich dahin. Und mich stelle ich dahin. Okay. Dann warten wir mal, bis sie kommen. Ich glaube, ich werde... Wobei, wir könnten eigentlich schon mal ein bisschen vorgehen, oder? Ich meine, das ist noch relativ weit weg. Ihr geht dahin, ihr geht dahin. Ne, die Infanterie lasse ich sogar schon ein bisschen weiter vorlaufen. Vielleicht schafft es ja dieses Mal, ohne so viele Verluste anzurichten. Das ist teuer, ihr Versager. Okay. Dann versucht euch doch mal in dieser Schildformation. Und ihr könnt jetzt auch schon auf den Feind vorrücken.
Mit den Armbrustschützen an der Flanke dürftet ihr das vielleicht einigermaßen sogar schaffen. Ja, dieses Mal seid ihr offensichtlich dem Feind gewachsen. Sehr gut. Ich bin stolz auf euch im Vergleich zu den Versagern vom letzten Mal. So, der hat auch ein Level Up bekommen. Was heißt auch? Also es war der einzige Level Up. Und damit ist diese Aufgabe bereits im Kasten. So, also dann machen wir uns mal auf jetzt hier runter. Ich guck mal, ob die in Chormont oder wie auch immer das heißt, nicht Chormat, Hilfe benötigen. Im Zweifelsfall hole ich mir da auch nochmal die restlichen drei Männer, die wir noch dringend brauchen können. Dupdi-dupdi-dupdi-dup. Erstmal verkaufe ich wiederum hier diesen Klapperadatsch. Das sind ja alles Werkzeuge, die diese Leute ja noch gebrauchen können. Ja, das passt. Truppen. Oh, die haben noch Armbrustschützen. Habe ich... Ja, okay, ich nehme einen Armbrustschützen und zwei von euch. Ich brauche halt auch Nahkämpfer, aber die haben leider keine Aufgabe. Also gut. Dann gehen wir in diese Richtung so rüber. So kommen wir mal wieder nach Pravent. Richtung Ferton, da ist nichts zu tun. Hier gibt es, so wie es aussieht, auch nichts zu tun. Warte, ich bleib mal hier unten. Da kommt doch auch nochmal ein Dorf. Genau, hier. In Drapant. Oder Drapant oder wie auch immer. Ich werde es nicht anfangen, das jetzt hier gezielt auf Französisch auszusprechen. Nee, hier gibt's nichts. Hier auch nicht. Wow. Okay, dann gehen wir nach Pravent rein. Wir gehen in Pravent rein und fragen mal danach, ob es vielleicht einen Charakter hier in der Gegend gibt, den wir vielleicht gebrauchen könnten. Also im Idealfall einen lebendigen Wanderer mit einem entsprechenden Skill. Problem ist halt, also ich möchte jetzt natürlich einen Händler haben, Leute, ne? Der Kuhdieb in Revel. Was ist ein Revel nochmal? Das ist ziemlich weit im Norden. Okay, ich gucke erstmal, ob ich irgendwo einen habe. Also ich markiere den jetzt hier schon mal. Kuhdieb, Wölfin, Wissende. Also alle die, die jetzt hier quasi einen entsprechenden Händler-Perk haben. Die werde ich mir jetzt hier mal rausnotieren. Der Hai. Durold Fass in Balgard. Okay. Da sind mehrere offensichtlich in Sturgia oder so, wie ich das sehe. Gavan Eisenauge. Yolana die Enteignete. Melia die Schildmaid. Diane Blondschopf. Nee. Peliso der Kuhdieb. Oh. Der ist in Oxhall. Okay. Wir haben unseren Kandidaten gefunden. Das ist ja gleich da oben. Bitte bleibe da. Bitte bleibe da. Dann hätten wir nämlich quasi schon mal unser erstes Ding jetzt hier erledigt. Es kostet 15.000. Das müsste passen. Also. Er ist da. Und der ist sogar recht brauchbar. Also gut, wir heuern ihn an. Ich kann das absolut verstehen, mein Freund. Auch meine Männer neigen dazu, anderen Messer in den Bauch zu stechen. Wir bleiben auf Distanz, mein Freund. Ich heiße Bufo. Erzählt mir von euch. Das kann ich gerne tun. Kurz gesagt, durch Viehdiebstahl wurde mir mein Zuhause, meine Familie genommen. Hast du? Er hat geklaut, ja. Mein Onkel besaß sehr viele Kühe, was in den ländlichen Regionen Bataniens als einziges Symbol für Reichtum gilt. Doch sein oberster Viehhüter missbrauchte unser Vertrauen und nahm sie ihm weg. Wir brachen mit unseren Speeren auf, um das Vieh zurückzuholen. Doch mein Onkel war nun ein armer Mann und der Dieb konnte viele Männer aus seiner Sippe um sich scharen. Da mein Onkel nichts mehr zu verlieren hatte, wies er sogar die Frauen unserer Familie an, zu den Waffen zu greifen und gemeinsam mit den Männern auszureiten. Das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte.
Im Morgengrauen erreichten wir das Dorf, in dem der Dieb hauste. Doch er hatte einfach zu viele Männer und wir wurden geschlagen. Meine Brüder und die meisten anderen Mitglieder meiner Familie fanden den Tod. Ich wusste nicht, wohin ich nun gehen sollte. Ja, eine sehr, sehr traurige Geschichte. Aber ich hatte an diesem Tag drei Männer mit dem Speer niedergestreckt und Gefallen daran gefunden. Zudem lehrte mich der Vorfall, dass es Diebe zu Reichtum bringen, während redliche Menschen nur den Tod beschieden ist. Ich zog mich mit den Kühen von Familien, die mehr Glück hatten, als die meine, in die Hügel zurück. Doch dann verkaufte ich die Kühe und steckte die Dinare selbst ein. Ihr habt also dasselbe getan, was die anderen getan haben. Ich hoffe, ihr werdet das nicht tun, wenn ich jetzt euch vielleicht vorhabe anzustellen. Ich mache euch für das, was ihr getan habt, keinen Vorwurf. Aber stellt das jetzt ein. Ich habe nicht für immer vor, solch ein Leben zu führen. Es gibt tausende Wege, die auf die schiefe Bahn führen. Aber zumindest endet diese Wege gleich. Daher bin ich nun in der Stadt und suche nach einer neuen Beschäftigung. Da habt ihr Glück. Jemanden wie euch kann ich definitiv gebrauchen. Ja, und ihr seid sogar ein recht günstiger Gesell. Schön, dass ihr euch uns anschließt. So, wir haben auf jeden Fall genügend Geld. Ich würde einfach mal sagen, komm, wir gehen jetzt mal direkt her. Und sagen ihm, ich würde ganz, ganz gerne eine Karawane starten mit ihm. Ja, ich bin natürlich Bufo, mein Freund. Ihr werdet sicherlich noch von mir hören. Ich möchte eine Karawane zusammenstellen. Ja, ich habe das Geld und Pilliso der Kuhdieb soll sie anführen. Danke. So, jetzt haben wir eine ganz krasse Karawane und ich hoffe, das Ding läuft auch. Ich schau mal gerade eben, ob wir hier noch irgendetwas kaufen können. Wobei, wir haben gerade eben echt nicht viel Geld. Dann lassen wir das vielleicht mal und gucken, ob wir vielleicht lieber eine Mission machen können. Da hinten ist vielleicht noch etwas zu tun für uns. So, Pilliso der Kuhdieb geht schon direkt los. Was hat denn der hier für eine Aufgabe? Die wollen alle, dass ich Truppen für sie ausbilde. Aber ich möchte das nicht. So, sehr gut. Was möchte der? Er benötigt Zugtiere. Nein, diese Quest mache ich nicht mehr. Das hat einmal gereicht, ey. Weißt du, wenn das Spiel mir nicht mehr klar sagt, was die wollen, dann mache ich das nicht. Die Kunst des Handels lohnt sich nicht so wirklich. Die kenne ich auch. Bufo weiß, wie man handelt. Das muss er sich nicht jemandem noch quasi erklären lassen. Ihr benötigt auch Zugtiere. Ja, das ist schrecklich schade, dass Bufo sich mit solchen Kleinigkeiten nicht beschäftigen möchte. Oh, da oben gibt es nochmal was zu tun. So, kommt mal schnell ran. Was habt ihr hier zu tun? Ein Banditenversteck in der Nähe. Das klingt doch gerade nach uns, Männer. Mein Name ist Bufo und ihr seid der Ulgarik. Ihr habt offensichtlich schon euer ganzes Leben lang hier gewohnt, genauso wie alle eure Vorfahren. Das sieht man euch an. Ich habe gehört, dass ihr möglicherweise Angelegenheit bei irgendeiner etwas kniffligen Sache braucht. Ihr braucht offensichtlich jemanden, der die Straßen von irgendwelchen Räubern räumt. Nun, ich werde mich selbst darum kümmern, mein Bester. Wo müssen wir das machen? Da ist das Banditenversteck. Okay, also ich denke, dass unsere Truppen der Sache gewachsen sein werden. Ja, es ist auch nicht allzu sehr gefüllt, das Banditenversteck. Deswegen denke ich, das kriegen wir hin. Beziehungsweise, ich denke, die Männer von Bufo bekommen das hin. Jetzt muss ich halt bloß die richtigen dafür auswählen. So, okay, wir greifen an. Nee, ich nehme nicht die Armbrustschützen. Ich nehme auf jeden Fall euch, dann den vlandischen Speerträger, dann den geübten batanischen Krieger. Und dann kann ich noch drei Stück, genau, den Clanskrieger nehme ich noch mit und die beiden Schwertkämpfer. So. Weil die meine Fernkämpfer schießen ja leider hier sowieso nicht. Männer, bleibt bei mir. Ich glaube, ich kann euch direkt angreifen lassen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass ihr das irgendwie hinbekommen werdet, diese Schurken niederzustrecken. Die, Dog.
Männer, bleibt bei mir. Nicht vorauseilen. Ich mag Gehorsam, aber nicht, wenn er vorauseilend ist. Ihr seid einfach nicht intelligent genug, um die Entscheidungen zu treffen, die ich treffen muss. So. Bufo hält sich halt einfach für den Größten. Okay, Männer. Ich würde einfach mal sagen, das da vorne sieht vernünftig aus. Ihr könntet versuchen, mit einem Schildwall an sie heranzugehen. Wie wäre es, wenn ihr es mal versucht? Okay, von dem Schildwall scheint ihr nicht viel zu halten, wenn ich einen Angriffsbefehl gebe. Gut zu wissen. Wo rennt ihr hin? Die wollten jetzt da durchs Wasser rennen, okay. Die wollten durchs Wasser rennen. Okay, Männer, holt sie euch. Oder ihn. Oh, da kommen ja Geschosse angeflogen. Das darf nicht wahr sein. Okay, da hat Bufo die Sprache verschlagen. Aber vollständig. Okay, wir warten mal gerade eben mal ganz kurz. Zum Glück ist diese Queste noch nicht gescheitert. Kann ich das Ding direkt angreifen? Ja, kann ich. Bufo wird sich von so etwas wie einem Speer in seinem Leib nur kurz aufhalten lassen. Er ist zwar nicht bereit, für so eine Sache zu bluten, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann ist es halt so. Nee, er ist immer noch zu verletzt. Dann müssen wir noch mal ein bisschen warten. Ich glaube, ab 25% oder sowas in der Art und Weise können wir wieder loslegen. Tja, Bufo, dann musst du vielleicht jetzt ein bisschen mehr auf deine Gesundheit achten, ne? Mein Bester. Okay, also, wir versuchen es noch einmal. Angreifen. Aha, das lief so mittelgeil. Okay, wir werden beim nächsten Mal ein klein wenig weniger an der Front stehen. Definitiv, ein klein wenig weniger. So, Männer, bitte dieses Mal ein bisschen besser auf mich aufpassen. Wo rennen die denn schon wieder hin? Wollten da irgendwie da unten hinrennen. Den muss man echt sagen, wie sie am besten zu laufen haben. Ist da einer? Ach, da unten sind sie. Ja, dann dürft ihr jetzt doch angreifen, Männer. Stellt euch aber erstmal schön säuberlich nebeneinander auf, damit ihr auch gleichzeitig ankommt. So, nun. Ein neuer Versuch, der hoffentlich dieses Mal von Erfolg gekrönt sein wird. Ich habe immer noch ein Problem mit dem Ischias seit dem letzten Vorfall. Sehr gut, macht weiter. Tötet sie so. Tötet sie. Und lasst euch selbst am besten nicht so unbedingt töten. Okay, das waren jetzt hier schon die Hälfte der Männer. Okay, es geht ihr dahin. Und greift an. Los, Männer, holt sie euch. Ich werde das Ganze von hier hinten beobachten. Ich habe schon Erfahrungen mit diesen Männern gemacht. Ihr wart dabei. Gut, dann sammelt euch doch mal hier. Ich werde dieses Mal euch gestatten, über diesen Weg hier zu gehen. Nein, wir machen es doch so. Und ich werde selbst dieses Mal hier bleiben. Rein aus Sicherheitsgründen. Bitte drängt mich nicht, Männer. Bitte drängt mich nicht. Und nun greift gefälligst an. Tut, was ein guter Krieger unter meinem Sold tun sollte. Deswegen heißt es ja auch Sold, weil ihr das sollt. Oh, verdammt, da ist ja dieses Mal gar keiner.
Dann, Sie haben Verwirrungstaktiken eingesetzt. Wir bleiben besser hier hinten. So, dieses Mal sollte es hoffentlich von Erfolg gekrönt sein. Ich werde hier mutig hinter diesen Fässern kauern. Währenddessen ihr da vorne den leichten Teil übernehmt. Okay, das scheint ja jetzt gerade eben durchaus zufriedenstellend zu laufen. Nicht so wie beim letzten Mal. Ich glaube, ich vertraue euch in dieser Sache. Es sieht so aus, als ob ihr das gelernt habt. Natürlich unter meiner Knute. Tja, Bufo hält sich wohl am besten zurück, ne? Bufo führt seine Männer gerne von hinten an. Ein einziger fehlt noch. Sehr gut hast du diesen Stock pariert. Nun kommt ein garstiger Schurke auf uns zu. Er scheint etwas von mir zu wollen. Ihr da, verdammt, ihr habt eine regelrechte Schneise durch meine Männer geschlagen. Wie wäre es, wenn wir die Sache mit einem Duell zu Ende bringen? Ein Duell? Ihr macht Witze. Männer, bitte kümmert euch. Sehr gut, das Großmaul wurde schon zur Strecke gebracht. Leider einer auch von euch. Ich hoffe, er ist, ist er tot? Ich weiß es nicht. Nein, er lebt noch. Das ist gut. So, diese Schurken können wir nun tatsächlich der Gerechtigkeit zukommen lassen. Ich nehme hier auf jeden Fall nochmal einen weiteren Nahkämpfer. Ich nehme das da, das da, das da, das da, das da. Oh ja, sehr gut. Jede Menge geile Level-Ups. Und hier gibt's noch... Oh! Ein langer Pelz. Ich behaupte, er steht mir. Auf der anderen Seite finde ich das ja nicht fast hübscher. Nee, das finde ich einfach epischer. Nein, nein, ich werde bei meinem alten Zeug brauchen. Ich werde doch nicht etwas anziehen, was ein solcher Schurke an seinem Leibe getragen hat. So, also gut, Bufo hat es am Ende dann doch noch geschafft, seine Männer so weit zu motivieren, dass sie das für ihn zu Ende bringen konnten. In der Zwischenzeit können wir dann hier nochmal ein paar Sachen wegverticken. So und so und eine ganze Menge hier noch. Ja, die Nahrungsmittel, wie gesagt, die will ich jetzt eigentlich jetzt erstmal behalten. So, wir sind jetzt schon wieder bei 7000 Gold. Das ist eine geile Sache, Leute. Eine sehr geile. Truppen brauche ich, glaube ich, gerade eben hier gar nicht. Oder kann ich nochmal Truppen rekrutieren? Doch, ich kann wieder einen Trupp rekrutieren. Komm, dann nehmen wir jetzt ausnahmsweise nochmal einen weiteren Armbrustschützen mit. Was haben die denn hier für Aufgaben für uns? Die brauchen Waffen, diese Banden hier. Das will ich aber ihnen nicht geben. So. Dann haben wir hier eigentlich alles gemacht, was zu machen ist. Ne? Wir haben die Räuberbande jetzt hier hops genommen. Die wollen, glaube ich, ja auch wieder nur Zugtiere. Da waren wir noch nicht, aber da kommt man, glaube ich, auch von da aus nicht hin. Da müsste man hier außen rum. Was haben denn die hier für ein Problem? Ach, die Kunst des Handels hatte ich ganz vergessen. Nun gut, Männer, dann lasst uns doch mal in Gefilde aufbrechen, in denen wir seither nicht gewesen waren. So, der Plan, den Bufo jetzt hat, ist gleich so schnell wie möglich eine zweite Karawane in Auftrag zu geben. As soon as possible. Denn wir machen ja jetzt schon ganz gut Gewinn. Was wir damit jetzt also machen müssen, ist eigentlich nur noch die... den Kuhdieb haben wir jetzt ja schon. Den Herrn Fass, der ist immer noch in Balgard gesehen gewesen. Viel weiter weg kann man aber auch beinahe nicht wohnen, oder? Also den machen wir uns auf jeden Fall jetzt hier mal zur Aufgabe, ne, dass wir jetzt auch mal woanders hinkommen. Beim nächsten Mal, Freunde, reisen wir nach Sturgia und werden unsere Männer... Warte mal, wir können auch noch dann hier diese Schurken hier auch noch... Sind die... Nee, wir sind zu langsam...
Okay, beim nächsten Mal reisen wir nach Valgard, nach Sturgia, auf das Bufo dort einen weiteren potenten Karawanenführer mit der Zeit sich verdient. Danke für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht es weiter, wenn ihr das wollt. Haut rein, macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.